Morgen, liebe Community, wir wollen euch wieder auf den aktuellen Stand bringen, denn Wargaming hat wieder drei neue Premium-Schiffe präsentiert. Eins davon ist die Schill, die ihr schon im Hintergrund seht. Und in diesem Video wollen wir euch dann wieder die historischen Hintergründe zu den Schiffen präsentieren und natürlich auch gucken, wo diese drei Schiffe sich denn so platzieren im Vergleich zu anderen Schiffen, die bereits in World of Warships existieren. Also, bis gleich. Eure Wohnzimmerkapitäne, liebe Kanalmitglieder, liebe Community, herzlich willkommen zu eurer Ausblickfolge zu den drei neuen Premium-Schiffen, die Wargaming vor kurzem präsentiert hat. Ich habe mir natürlich wieder Verstärkung an die Seite geholt und der Chronogramm ist wieder mit dabei und hat hier schon heftig recherchiert. Hallo Chrono. Hallo. Ja, wir haben drei Schiffe vor der Brust, mein Lieber, und ich bin gespannt, was du so rausgefunden hast. Lass uns erstmal doch direkt mit dem deutschen Schiff anfangen, oder? Mit der Schill. Da hat Wargaming hier jetzt so ein Schiff hingebaut, was am Ende zwei Geschütztürme enthält und wo man sagen könnte so, ja, ich glaube nicht, dass das real wirklich eine Überlegung war, quasi die Graf Spee weiterzuentwickeln. Aber ich glaube, du hast da andere Infos, oder? Ja, das kann man durchaus so sagen. Die Schill ist ein Schiff, das auf einem Projekt von 1941 basiert, einem sogenannten Handelszerstörer. Das war ein Projekt, das ist ab 1938 immer wieder diskutiert worden. Damals zuerst als Idee eines zweiten kleineren Schlachtschifftypus, der sich wie gesagt darauf konzentriert, Konvois anzugreifen, während ein anderer größerer Schlachtschifftyp sich auf den klassischen, auf die klassische Schlachtschiffrolle konzentriert. Das ist dann weiter konzipiert worden und sollte dann erst innerhalb des Z-Plans von 1939 durch die sogenannte P-Klasse vertreten sein. Davon waren 12 Schiffe geordert und die sollten dann halt die Rolle übernehmen, im Atlantik Konvois anzugreifen und dort aber auch generell eher die nur als Präsenz zu existieren, damit die Royal Navy gezwungen sein würde, große, schwere Einheiten als Konvoi-Eskorten zu binden. Ja. Da halt diese P-Klasse allen kleineren Einheiten, also schweren und leichten Kreuzern, Zerstörern, einem so haushoch überlegen waren, dass sich das nicht mehr gelohnt hätte, dass man die damit nur unnötig in Gefahr gebracht hätte, diese Einheiten. Man hätte also Schlachtschiffe oder Schlachtkreuzer binden müssen und damit wäre dann die Homefleet geschwächt gewesen und die echten Schlachtschiffe der deutschen Kriegsmarine hätten dann in der Theorie ein leichteres Spiel gehabt, diese Flotte dann zu einem Kampf herauszufordern und zu zerstören. So war der Plan. Wie gesagt, die Vorentwicklung stellte dabei die drei Panzerschiffe der Deutschlandklasse dar. Deutschland, Graf Spee und Admiral Scheer. Jetzt hatte sich aber schon relativ früh im Krieg gezeigt, ja, das ist ein Konzept, das funktioniert genau so lange gut, bis du es in die Praxis umsetzt. Wir erinnern uns vielleicht, die Graf Spee ist relativ schnell im Krieg verloren gegangen. Ja. Und ausschlaggebend dafür war, dass sie in einem Gefecht, in Klammern jetzt mal nur, auf zwei leichte Kreuzer der Leander-Klasse und einen schweren Kreuzer, aber einen wirklich sehr kleinen schweren Kreuzer, die Exeter getroffen ist. Alles Einheiten, die sehr alt schon waren im Verhältnis oder halt sehr klein eigentlich waren. Also eigentlich alles Einheiten, wo man gesagt hätte, unsere Panzerschiffe, das schaffen die ohne Probleme. Hat dann aber nicht so gut funktioniert und hat die Graf Spee dann ja, wie gesagt, so schwer beschädigt, dass die sich zurückziehen musste und sich dann später selbst versenkt hat. Also, und auch ansonsten war diese P-Klasse halt schon immer mal wieder so ein bisschen kritisch beäugt worden. Ah, ist die wirklich so gut? Hält die wirklich, was sie verspricht? Weil man muss dabei im Kopf behalten, ja, diese Einheiten hätten eine große Gefahr bedeutet. Aber diese Einheiten hatten Ausmaße, die einem echten Schlachtschiff ziemlich nahe kamen. Also, um das mal so zusammenzufassen, die P-Klasse wäre 240 Meter lang gewesen. Das wäre 10 Meter kürzer als die Bismarck gewesen. Also, es wären halt auch enorm teuer gewesen, diese Schiffe zu bauen. Deswegen ist schon relativ früh nach Kriegsbeginn diese ganze Klasse gestrichen worden. Erst hat man erst nur drei dieser 12 Einheiten ersetzt. Da sollten dann stattdessen O-Klasse Schlachtkreuzer werden. Also, kennen wir als Siegfried. Und dann hat man die restlichen 9 komplett gestrichen, weil man gesagt hat, das ist sein Material nicht wert. Dann hat sich aber während des Krieges auch gezeigt, ja, natürlich ist so ein Verlustgeschäft, aber diese Einheiten stellen halt durchaus auch eine Bedrohung dar. Die Admiral Scheer, die Prinz Eugen, die Admiral Hipper hatten da halt auch durchaus Erfolge. Deswegen ist dieses Projekt zwischendurch nochmal so ein bisschen wiederbelebt worden. Dann halt nicht mehr unter dem Namen P-Klasse, sondern unter dem Namen dann ganz klassisch Handelszerstörer. Da sind dann einige Projekte nochmal aufgelebt worden. 4 Entwürfe gab es da insgesamt.
Die Schill stellt jetzt meiner Ansicht nach den vierten Entwurf dar. Ein 21.000 Tonnen Schiff mit Hochdruckheißdampfantrieb und 28 Zentimeter Hauptbatterie. Die war dann nur noch, um es mal ganz makaber zu sagen, nur noch 210 Meter lang, hat so noch etwa 20.000 Tonnen Einsatzverdrängung, war also in ihren ganzen Aspekten ein Stück kleiner. Ist logischerweise dann aber nie weiterverfolgt worden, wie sich der Krieg entwickelt hat, dann war dann irgendwann auch nicht mehr das Material, auch nur eins von diesen Schiffen zu bauen. Und das Ganze ist dann irgendwann halt in der Versenkung verschwunden. Ich erkläre das an der Stelle übrigens so genau, weil Wargaming hat dieses Schiff als P-Klasse-Kreuzer klassifiziert. Und zwischen der klassischen P-Klasse und dem, was die Schill jetzt wirklich ist, nämlich ein Schiff aus dieser Handelszerstörer-Entwurfsreihe, gibt es da noch ein paar entscheidende Unterschiede. Einerseits die enormen Größenunterschiede, wie gesagt, 240 Meter bei der P-Klasse, 210 Meter bei den Handelszerstörer-Entwürfen. Auch sehr, sehr klar ersichtlich ist, die Handelszerstörer, zumindest dieser Entwurf, der die Schill darstellt, hat nur noch einen Schornstein. Die P-Klasse hatte zwei sehr massive Schornsteine, einen direkt hinter den Brücken aufbauten und einen weiter hinten bei dem achternen Mast. Also ja, es ist jetzt nicht ganz 100% falsch, aber es ist halt meiner Meinung nach ungenau zu sagen, die Schill ist eine P-Klasse, was Wargaming hier meiner Meinung nach gemacht hat. Ist eine P, 0,5 oder irgendwie sowas. Genau. Ist halt ja quasi die Fortentwicklung der P-Klasse, die sie jetzt hier reinbringen, eigentlich. Ne? Weil du sagtest, die wurde ja erst eingestellt und dann wieder aufgenommen und ja, am Ende irgendwie so eine Mischung davon, ne? Mhm. Ja, okay. Eine Fortentwicklung. Aber immerhin, das, was ich ja für mich mitnehme, ist, es ist eine Überlegung, die tatsächlich existierte, wofür es Pläne gibt oder gab. Und das ist auf jeden Fall interessant, weil das bei mir zum Beispiel, gut, ich bin jetzt in der Marinehistorie auch nicht so tief drin wie du, aber in der Geschichte war das bei mir jetzt auch nicht wirklich bekannt, dass die Deutschen da nochmal überlegt haben, Graf Spee quasi 2.0 zu entwickeln, wenn man dazu möchte. Und naja, jetzt ist auf jeden Fall der Gedanke da, dass Wargaming diese Dampferchen dann ins Spiel reinbringen möchte. Wir reden davon, dass dieses Schiff als Testschiff möglicherweise ins Spiel kommt im Update 12.4. Das heißt also, wenn wir das Update 12.4 auf die Leiste bekommen, bekommen zum Beispiel ich als CC, aber auch die ganzen Tester und so weiter, diese Schiffe zum Testen, zum Ausprobieren. Das heißt, ab Update 12.4 könnte die Schill dann auch mal in Gefechten zufällig mit dabei sein, also in Zufallsgefechten halt. Wargaming sagt selbst, es sind zwei Geschütztürme, A3 Rohre, 283 mm. Das sind am Ende das Kaliber, was wir von der Graf Spee und von der Scharnhorst schon kennen. Und das Interessante daran ist, wir hatten uns im Vorfeld im Off sozusagen schon ein bisschen darüber unterhalten. Das möchte ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das Schiff soll ziemlich genau sein. Man könnte es so ungefähr einfach nehmen und sagen, die könnte so genau werden wie die Siegfried, bloß mit einem kleineren Kaliber. Weil wir bekommen hier einen Sigma-Wert von 2.0 und die kleinen Streuungsellipsen von den schweren Kreuzern. Nicht von den großen Kreuzern die Ellipse, sondern von den schweren Kreuzern, wie jetzt zum Beispiel die Baltimore als Streuungsellipse hat und den gleichen Sigma-Wert. Ja, wir haben weniger Granaten in der Luft als jetzt zum Beispiel in der Congress, da geht es um eine Granate. Oder eben bei der Cherbourg, da geht es dann um zwei Granaten, die hat ja eigentlich 8. Aber wir haben auch eine deutlich kürzere Nachladezeit. Aber lasst uns mal der Reihe nachgehen. Wir haben hier angeblich, sagt Wargaming, 56.800 Trefferpunkte bei dem Dampfer. Und das wäre der neue Rekord für Kreuzer auf der Stufe 8, wenn das Schiff denn tatsächlich so kommt. Ich sage das absichtlich so. Wir hatten ja schon mal so was wie eine Odin. Ja, und so wie sich das Schiff für mich liest, habe ich so ein bisschen ein Gefühl, als wenn wir hier so ein Odin-Revival in einer anderen Form vielleicht erleben könnten. Muss ja nicht gleich 10.000 Punkte sein, aber vielleicht gibt es hier nochmal ein paar Punkte Abschlag. Grundpanzerung sind dann 27 mm. Das ist das, was wir von einem schweren Kreuzer auf der Stufe 8 erwarten können. Und jetzt kommt's. Wir haben hier eigentlich Dimensionen wie so ein Schlachtkreuzer oder so ein großer Kreuzer. Ne? Congress, Cherbourg. Und hier haben wir eine Branddauer von nur 30 Sekunden. Das steht hier zumindest hier im Dev-Block. Torpedoschutz mit 13% ist eher Mittelfeld. Da gibt es Schiffe, die haben 25%. Da gibt es Schiffe, die haben nur 7% oder sogar noch weniger. Also von daher sind wir da im Mittelfeld angesiedelt. Die Feuerreichweite der Hauptbatterie beträgt 17,3 Kilometer. Ist
okay, aber auch nicht großartig, muss man ganz klar sagen. Also wir müssen schon ein Stückchen ran an unseren Gegner. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind auf T8 unterwegs, das heißt, wir kommen in T10-Gefechte mit rein. Bei der High-Granate haben wir 3200 Alpha-Damage. Das ist schlechter als ein japanischer schwerer Kreuzer. Also die Tone mit ihren 203 mm hat mehr Alpha-Damage als wir. Dafür haben wir aber ein Viertel Penetration und können damit 71 mm Panzerung am Deck durchschlagen, was ein guter Wert ist. Wenn nicht sogar ein sehr guter Wert. Die Brandwahrscheinlichkeit beträgt 20%. Ist wieder relativ wenig. Aber die Mündungsgeschwindigkeit ist sehr hoch. Mit 910 Meter die Sekunde haben wir einen sehr direkten Schuss. Man kann sich das ungefähr so vorstellen. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn man so die Werte so ein bisschen vergleicht, eventuell so ein bisschen Cherbourg ähnlich. Ja, die hat ja 305 mm und hat 905 Meter die Sekunde. Wir haben hier 283 und 910 Meter die Sekunde. Von daher, es könnte ungefähr so hinkommen. Bitte nur, damit ihr so ein Gefühl dafür entwickelt. Deswegen gebe ich euch das einmal mit. Bei der AP-Granate haben wir hier 8400 Alpha-Damage, das ist der zweitbeste Granatenwert. Man muss jetzt sagen, wir stehen quasi zwischen Cherbourg und Kongress, die aber 305 mm haben. Wir haben hier nur 283, also die Cherbourg schlagen wir vom Alpha-Damage her, die Kongress nicht ganz. Auch hier sind es 910 Meter die Sekunde. Nachladezeit sportliche 16,6 Sekunden, das kennen wir sonst so von schweren Kreuzern. Cherbourg und Kongress, die haben 22 respektive 29 Sekunden. Da sind wir also definitiv besser, müssen allerdings auch mehr anbieten. Ne? Um alle Granaten einzusetzen zu können, müssen wir relativ viel Breitseite zeigen, weil ja nur ein Geschützturm hinten, ein Geschützturm vorne ist. Das ist also schon mal, naja, vielleicht auch nicht ganz so gut. Das kommt auf die Situation drauf an. 180 Grad Wende wird mit 25 Sekunden angegeben. Zum Sigma-Wert und zur Streuungsellipse habe ich ja eben schon was gesagt. Die 25 Sekunden sind eigentlich gar nicht schlecht für die Größe der Geschütztürme, für das Kaliber. Dann wird es dann einen Airstrike geben, 7 Kilometer Umkreis um unser Schiff herum, ist jetzt, naja, anstrengend, 7 Kilometer ist halt nicht viel, muss man sagen, 2 Bomben, 4200 Alpha Damage ist erstmal das, was man so erwarten kann von den Wasserbomben auf der Stufe. Wir haben ja wieder die guten alten Aldi-Torpedos mit dabei, also wieder schön in das deutsche Regal gegriffen, die 13.700 Schaden machen, 6 Kilometer Reichweite, an jeder Seite ein Vierfachwerfer, das ist halt was für den Nahkampf, wenn es irgendwie mal dazu kommen sollte. Zu den Torpedos braucht man eigentlich gar nichts weiter sagen in dem Sinne. Ne? Erkennbarkeit 1,3. Wenn wir so nah dran sind, erwarten wir Torpedos sowieso. Ja? Dann gibt es eine Sekundärbewaffnung, 7,6 Kilometer Standardreichweite. Das ist also leicht schon mal besser von der Sache her. Wir können ja jetzt bei einem Kreuzer diese Sekundärreichweite nicht exorbitant ausbauen. Ja, wir könnten theoretisch dann im dritten Slot da noch irgendwas machen. Aber ich denke, dieses Schiff basiert erstmal so auf der Hauptbatterie aufgrund der geringen Nachladezeit und der guten Genauigkeit. Wir haben dann auf jeden Fall 105 mm dabei, 6x2 und wir haben 2x3 150 mm. dabei. Auch hier dann 5 und 8% Brandwahrscheinlichkeit und die üblichen Alpha-Damage-Werte, die wir bei Deutschen schon so kennen. 1200 beim kleinen Kaliber, 1700 beim großen Kaliber. Dazu kommt dann auch eine Flugabwehr. Und die Flugabwehr ist leider eher so durchwachsen. Erstmal generelle Reichweite 5,2 Kilometer. Dann können wir von 5,2 bis 3,5 Kilometer diesen Schaden schon mal anbringen. 133. Ist auch erstmal okay, gerade für einen T8-Kreuzer. Das Problem wird jetzt die Mittelstrecke, weil da geht es ab 3,5 Kilometer dann dazu und da haben wir nur 21 kontinuierlichen Schaden und das ist halt lächerlich. Ne? Das ist halt leider sehr schwach. Ab 2 Kilometer um unser Schiff herum gibt es dann nochmal 207 kontinuierlichen Schaden von der Kurzstrecke dazu. Aber naja, dann ist es halt eigentlich schon sowieso zu spät. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ist ein bisschen schade, dass die Mittelstrecke nicht stark genug ist. Ja, wenn wir da jetzt auch nochmal eine Null dahinter hätten mit 210, dann hätte man hier bestimmt einen sehr, sehr guten Luftabwehr, also auf jeden Fall mal einen sehr guten Kreuzer, der Luftabwehr bewaffnet ist. Vor allen Dingen, weil wir ja später noch defensiv mit Flakfeuer in einem separaten Slot haben. Granatenexplosionen sind auch dabei, 6 Stück gibt es hier und da haben wir dann 1400 Alpha-Damage von 3,5 bis 5,2 Kilometer. Jetzt noch zur Höchstgeschwindigkeit, 32,5 Knoten soll der Dampfer fahren. Das ist dann sowas, wie wir ungefähr bei der Bismarck auch haben. Also das Fahrgefühl von der Geschwindigkeit her ist dann so in die Richtung. Wendekreisradius 760 Meter, 12,4 Sekunden ist die Ruderstellzeit. Ich denke, das ist vom Gefühl her erstmal einigermaßen passend. Ich finde den Wendekreis mit 760 sogar relativ klein gehalten.
Und dann ist unser Counterpart, wir haben eine relativ hohe Erkennbarkeit. 14,4 Kilometer ungeskillt, heißt aber im Umkehrschluss auch, auf Doppelconcealment gesetzt, kommen wir ungefähr auf 11 Kilometer, so roundabout, ne? Erkennbarkeit aus der Luft 8,2 schreiben sie hier und das war es eigentlich. Schadensbegrenzungsteam, hydroakustische Suche, aber in der deutschen Variante, das heißt, wir können 4 Kilometer Torpedos entdecken und 6 Kilometer Schiffe. Dann haben wir drei Aufladungen davon. Im dritten Slot gibt es ein Defizit-Flakfeuer und im vierten Slot gibt es einen Jäger. Was fehlt uns? Ebenfalls die Reparaturmannschaft. Dafür haben wir aber sehr, 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 sehr viele Trefferpunkte. Mal gucken, ob das die ganze Geschichte wieder ausmacht und wie genau das Panzerungslayout sein soll. Denn sie schreiben selbst, ja, dass das Schiff einen guten Trefferpunktepool haben soll. Das haben sie auf jeden Fall unterstrichen. Check. Und eine sehr gut geschützte oder gut geschützte Zitadelle, aber eben eine schlechte Erkennbarkeit. Das würde ich jetzt erstmal so weit mittragen. Man müsste jetzt mal sagen, wie genau die Zitadelle dann aussieht und wie die Panzerung aussieht. Das werdet ihr auf jeden Fall in einem der folgenden Videos dann im Laufe des Updates 12.4, wenn die auf dem Live-Server sind, dann bekomme ich diese Testschiffe und ich werde euch versuchen, möglichst zeitnah dann zur Schill ein Ausblickvideo im Hafen zu zeigen, sodass wir dann auch mal die Panzerung uns ganz genau angucken können. Und allgemein schon der Hinweis, ihr merkt, das Video wird ein bisschen länger. Kapitelauswahl habt ihr unten auch wieder. Ihr könnt euch die Schiffe so auswählen, wie ihr sie gerade braucht. Das habe ich ganz am Anfang gerade noch nicht gesagt. Ich halte die Schill aber definitiv für ein interessantes, spannendes Schiff, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob das Ding jetzt mega sein wird und ob das Ding so bleibt, wir wissen es, es ist ein deutsches Schiff und mein persönliches subjektives Gefühl ist halt wirklich, wir haben bei den Deutschen öfter mal diese Situation, dass sie relativ gut in den Stats anfangen und dann über die Tests verändert werden und manchmal nicht unbedingt zum Besten. Gab ja auch, da gibt es ja auch andere Beispiele, aber hier, ich weiß nicht, irgendwie sagt mir das, eine gute Panzerung und sehr viele Trefferpunkte, das ist hier dieses Odin-Syndrom, sage ich. Das kommt bei mir dann zuerst in den Kopf, auch wenn die Odin immer noch ein schlagfestes Schiff ist. Aber ja, ich hoffe einfach mal, dass das hier einfach mal anders oder besser läuft als bei anderen Schiffen. Was denkst du, Chrono? Also ich finde, das Schiff hat definitiv Potenzial, sehr, sehr interessant zu werden. Es wird jetzt halt, wie gesagt, sehr, sehr spannend werden, wie sich das halt weiterentwickelt innerhalb der Testingphase. Eine extrem große Anzahl von Trefferpunkten ist immer interessant. Ausgewählt, wie gesagt, dadurch, dass du halt aus den 56.000 Trefferpunkten nicht viel mehr rausholen kannst, weil kein Heal. Logisch, du kannst natürlich noch auf ein bisschen auf Überlebensfähigkeit skillen, aber das war's dann auch. Gute Panzerung ist bei Wargaming immer so eine Sache. Ob das jetzt Panzerung ist, die gut ist, im Sinne von, dass du damit alles abprallen lässt, oder Panzerung, die so, ich sag mal in Klammern, gut ist, dass da drin auch jede Art von Granate, die da reinscheppert, auch nur ja kein Overpen wird. Das muss ich dann zeigen. Aber je nachdem, wie sich das entwickeln könnte, das ist ein sehr, sehr interessantes Schiff werden. Auf T8 sind die Superkreuzer ja eh noch so ein bisschen Novum, da haben wir ja bisher nur zwei Vertreter mit der Cherbourg und der Congress. Also wird bestimmt spannend werden, wie sich das Schiff da einlebt, wie sich vielleicht die Secondaries dann auch einleben. Da wissen wir ja noch jetzt nicht so viel drüber, was Streuung angeht und Ja, so. Das könnte genau. natürlich auch noch ein Faktor werden. Also ich bin positiv, definitiv, was das Schiff angeht. Also ich freue mich darauf zu sehen, wie das so wird. So von diesen 27 mm Grundpanzerung kann man auch nochmal so einen Querverweis machen. Das sind die Werte, die wir von RG und Siegfried so kennen. Ne? So ist das Schiff ja auch generell so ein bisschen aufgebaut hier vorne an der Nase, am Bug. Da bist ja also 27 mm, T8. Naja, ab eben 406 mm wird diese Panzerung dann ignoriert, es sei denn, wir hätten jetzt hier noch irgendwie einen Eisbrecherpanzer, den ich jetzt hier aber auf dem Foto nicht erkennen kann. Aber gut, wir wollen es dabei belassen. Das ist der T8 große Kreuzer Schill, könnte man sagen. Und wir gucken uns jetzt den nächsten Dampfer an. Und der lautet dann Van Spijk, so würde ich es zumindest aussprechen, auf der Stufe 9 ein niederländischer Kreuzer, der irgendwie, glaube ich, von T8 so ein bisschen abgeleitet ist oder so. Wir sehen hier vorne schon mal zwei Geschütztürme mit drei Rohren und hinten wird es wahrscheinlich einen Geschützturm geben. Warum fange ich mit diesem so an? Ja, wir haben noch keine technischen Daten von Wargaming bekommen, die sich damit wieder ein bisschen Zeit lassen wollen. Deswegen fischen wir bei dem Niederländer hier so ein bisschen im Trüben.
Aber zur Geschichte, da hat Chronogramm sicherlich das ein oder andere rausgefunden, oder? Ja, also man kann sagen, das ist mehr oder weniger 1:1 die der T8 Tech-Tree-Kreuzer, die Harlem. Und da muss man sagen, schon die Harlem war historisch gesehen sehr, sehr fragwürdig. Also es gab in den Niederlanden Ende der 1930er Jahre dieses Konzept, dass man einen Superkreuzer, einen großen Kreuzer braucht als zur Verteidigung der seiner Überseeterritorien, also das heutige Indonesien. Gegen die Japaner war das damals noch gedacht. Man hatte damals noch nicht so damit gerechnet, dass demnächst der große Nachbar vorbeikommt. Und hatte sich halt gesorgt, dass die immer größer werdende Flotte aus japanischen schweren Kreuzern mehr oder weniger mit den aktuellen Beständen nicht aufzuhalten sei und brauchte dann mehr oder weniger so einen Kreuzerkiller, so ganz klassisch gesehen. Und hat dann, wie gesagt, ein Projekt in Auftrag gegeben. Das war dann am Ende das Projekt 1047. So, das war ein Schiff, da hat man sich sehr eng mit den Deutschen zusammengesetzt und hat dann mehr oder weniger so eine etwas kleinere, etwas abgewandelte Scharnhorst entwickeln wollen. Ist, wie gesagt, offensichtlich nie was draus geworden. Wie gesagt, irgendwann sind die Deutschen dann eingefallen und dann hatte sich das relativ schnell erledigt. Jetzt ist die Sache, es gab zwischendurch einen Einwurf aus der niederländischen Regierung, beziehungsweise des zuständigen Ministers, der mit dieser Idee einer Scharnhorst für die Niederländer mehr oder weniger nicht so einverstanden war, weil er da anscheinend das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht so gesehen hat und hat dann ein kleineres Projekt vorgeschlagen, einen 16.000-Tonnen-Kreuzer, der bewaffnet gewesen wäre, statt mit 283mm Geschützen aus Deutschland, mit kleineren 240mm Geschützen. Da war die niederländische Marine zeitlebens vehement dagegen, hat sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass dieses Projekt genommen wird, weil man der Meinung war, dass das jetzt nicht wirklich irgendwas nutzen würde, weil dann hast du einen etwas größeren schweren Kreuzer, der dann einen japanischen schweren Kreuzer ausstellen kann, aber wenn die dann schon zu dritt oder zu viert ankommen, dann bist du dann schon so, ja, das war's dann jetzt, ne? Das will man ja gerade verhindern, man wollte ja ein Schiff haben, das explizit Kreuzer komplett auskontern würde und nicht eins, das nur ein bisschen besserer, schwerer Kreuzer ist. Ja. So, jetzt ist die Harlem mehr oder weniger das, aber in noch kleiner. Also Wargaming hat dieses Projekt nochmal zusammengeschrumpft, hat aus 240mm 203mm Geschütze gemacht und hat gesagt, und schreibt dann hier auch in ihrer Geschichte, in order to provide sufficient armor, it had to be reduced to a smaller caliber. Um irgendwie anständige Panzerungen liefern zu können, musste dieses Projekt kleinere Geschütze kriegen. Ja. Das ist aber eine historische Entwicklung, die Wargaming sich da so ein bisschen herbeifantasiert, weil, wie gesagt, schon diese Reduzierung auf ein Schiff mit 240mm Geschützen ist schon auf so massiven Widerstand gestoßen, dass dieses Projekt mehr oder weniger komplett festgesteckt hat und letztendlich dann doch weiter diese größeren Projekte verfolgt worden sind. Ja. Das heißt, was Wargaming hier herbeifantasieren will, ist halt ein Schiff, also eine Entwicklung, die es so nicht gegeben hat. So, ich verstand das noch, als man die Harlem gebracht hat, weil du brauchtest halt irgendwie ein Schiff, was so diesen Übergang liefert von leichte Kreuzer zu plötzlich Superkreuzer. Da brauchtest du halt irgendeinen weichen Übergang, damit das besser funktioniert. Und als solches habe ich die Harlem auch immer akzeptiert, weil ich gesagt habe, ja gut, muss halt irgendwas dazwischen haben. Und wenn da halt nichts Reales ist, dann musst du halt was erfinden, sonst funktioniert der Tech Tree halt nicht. Aber dann soll man halt auch dazu stehen, dass es historisch gesehen Humbug ist. Es gab auch keine 203mm Drillingstürme zu der Zeitpunkt, die zur Verfügung standen. Man hat ja einfach die Hindenburg-Geschütztürme draufgesetzt. Dass diese Geschütze erst 1942-43 entwickelt waren, lassen wir da mal ganz gediegen außen vor. Also ist historisch gesehen Unsinn. Es macht absolut, ist absoluter Quatsch. Okay, aber das Schiff soll auf die Stufe 9 in World of Warships platziert werden und damit quasi eigentlich, wenn man das jetzt in-game vergleicht, dann verglichen werden mit der Johan de Witt. Ja, weil wir werden in gleiche Matchpool reingepackt. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal an, was Wargaming bis jetzt geteilt hat. Also am Ende sollen es 9 203mm Rohre sein. Das heißt, wir haben 6 vorne und 3 hinten. Halt relativ kleines Kaliber. Die Johan de Witt hat ja 240mm bekommen. Haben wir eben in Anführungsstrichen schon drüber gesprochen. Und diese Geschütze sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie eine relativ geringe Nachladezeit haben. Also eine hohe DPM.
Prinzipiell soll hier als Besonderheit ein besonderer Airstrike dabei sein. Und zwar ein Airstrike, der eine lange Aufladerate hat, also sehr langen Cooldown hat, aber eine möglicherweise erhöhte Reichweite und eine geringe Anzahl an Aufladungen. Aktuell bei der Johan de Witt ist es so, dass wir zwei Airstrikes haben, die 12 Kilometer Reichweite haben und die sind alle 100 Sekunden parat. Also alle 100 Sekunden, dann hast du halt zwei Airstrikes und dann müsstest du halt wieder 100 Sekunden warten. Ich persönlich gehe aufgrund des Textes, den sie jetzt hier schreiben, davon aus, dass es halt dann vielleicht 13 oder 14 Kilometer Reichweite bei dem Airstrike gibt, es aber dann nur eine Aufladung gibt und der Cooldown an sich nochmal ein bisschen verlängert wird. Also nicht 100 Sekunden, sondern vielleicht 120, 130, irgendwie sowas in die Richtung könnte man da wahrscheinlich erwarten. Wir hatten so oft gesagt, möglicherweise ist das von Wargaming so eine Art Test, wie weit kann man mit diesem Airstrike eigentlich gehen, ja, ohne dass da irgendwelche Parameter von ihnen zerstört. Ja, das wird man dann sehen. Allgemein soll das Schiff über einen guten Zitadellenschutz verfügen. Gut. Wie gut müssen wir dann halt auch sehen, weil sie halt nicht zur Panzerung an sich vom Rumpf sagen. Ich gehe jetzt eigentlich hier von 25 mm Basisrumpf aus, aber auch das werden wir dann halt in einem separaten Video nochmal beleuchten. Und diese Schiff soll ein sehr gutes Concealment haben, also weit erkennbar sein. Vielleicht so um die 10 Kilometer, ja, so würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Vielleicht geht es in diese Richtung. Diese Chips hat keine große Reichweite, zumindest nicht standardmäßig. Das ist auch nochmal so ein Punkt, also kann man nicht davon ausgehen, dass wir damit 20 Kilometer weit schießen, sondern halt irgendwie weniger haben. Das Gute ist, bei T9 können wir ja dann die Reichweite über das Modul wieder verbessern oder man geht dann halt mehr auf DPM, was jetzt hier bei dem Schiff aber schon relativ gut sein soll. Und viel mehr können wir nicht sagen. Zu diesem Dampfer. Ihr könnt mir vorstellen, dass ganz besonders ein Zuschauer da besonders interessiert dran ist, der Fallen 13, der ist ja immer für den niederländischen Kreuzer zu haben. Wenn du es sehen solltest, kannst ja gerne mal drunter kommentieren, was du denkst. Aber ja, das ist erstmal das, was wir jetzt wissen. Vielleicht noch zu den Verbrauchsmaterialien. Es gibt hydroakustische Suche, es gibt defensiert Flakfeuer und eine Reparaturmannschaft mit einem kurzen Cooldown. Also die Reparaturmannschaft soll sehr schnell wieder parat sein und das alles in verschiedenen Slots. Also in dem Sinne werden wir dann vier Sachen dabei haben. Die Reparaturmannschaft, Schadensbegrenzungsteam, so rum, das hat jetzt hier gefehlt. Das heißt also, die ist ja sowieso immer mit dabei. Ne, Schadensbegrenzung. Okay, das war's zu dem Niederländer und jetzt kommen wir zum dritten Dampfer. Und das ist die Lüschun, ein neuer panasiatischer Zerstörer, Spezialzerstörer, ist ja T10 mit goldenem Kranz und so weiter. Der soll dann auch demnächst ins Spiel kommen. Und ihr habt sicherlich schon erkannt, es ist irgendwie der Rumpf der Neustra Chimi, den sie hier genommen haben. Jetzt erstmal die Frage, gab es sowas überhaupt? Hat die UdSSR tatsächlich einen Zerstörer an ja, die Panasiaten, ich glaube China hier, verkauft? Und wurde das so eingesetzt? Wurde das überhaupt irgendwie modifiziert? Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was du herausgefunden hast. Ja, also man muss sagen, gerade in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine sehr enge Zusammenarbeit, was das Militär anging zwischen der Sowjetunion und der Volksrepublik China. Man hat da sehr viel Wissen geteilt und einige der ersten Schiffe, modernen Schiffe, die Chinesen hatten, waren dann auch russische Einheiten, die dann verkauft wurden. Das waren dann ja zum Beispiel vier alte russische Zerstörer, die dann als die Anshan-Klasse bei den Chinesen gestartet haben. Mhm. Und ja, es gab dann auch ein Projekt, bei dem überlegt wurde, eine moderne Klasse chinesischer Zerstörer zu bauen, auf Basis des Projekts 41, der Neustra Chimi. Das kam dann allerdings etwas ins Stocken, weil sich dann so Ende der 50er, Anfang der 60er so die Russen und die Chinesen so ein bisschen voneinander entfernt haben politisch. Da kam dieses Projekt so ein bisschen ins Stocken. Und so eine 1:1 Neustra Chimi war zu diesem Zeitpunkt logischerweise auch nicht mehr so ganz up-to-date. Man hat das, was man von diesem Schiff dann schon an Daten und alles hatte, hat man dann ein bisschen weiterentwickelt und hat dann am Ende daraus seine erste moderne Zerstörerklasse entwickelt. Das war dann das Projekt, die Type 51-Klasse, auch bekannt als Jinan-Klasse. Jetzt ist hier mehr oder weniger die Lüschun als so eine Art Prototyp-Design, was hätte sein können, dargestellt. Wie gesagt, real nicht, aber hat historisch schon eine ordentliche Basis, dass man sagen kann, ja, das macht schon Sinn. Okay,
Also auf jeden Fall kein komplett fiktionales Ding, wie jetzt bei dem niederländischen Kreuzer zum Beispiel. Ganz genau. Okay, dann gucken wir uns mal an, was sich Wargaming hier so vorgestellt hat. Wir sollen hier 20.500 Trefferpunkte haben. Das wäre relativ wenig für einen Zerstörer, also sag mal so Mittelfeldbereich. 19 mm Grundpanzerung, nichts Besonderes. Auch bei der Hauptbatterie sehen wir ja schon zwei Geschütztürme, zwei Rohre, 130 mm. Wir machen es kurz. HE, AP-Granate, Geschützturmanordnung, Ladezeit, Feuerreichweite, alles genauso gleich wie bei der Neustra Chemie. Da muss man sich überhaupt 0,00 umgewöhnen. Auch die Minusgeschwindigkeiten sind soweit alle in Ordnung und eben schon mehr oder weniger bekannt. Erster Unterschied, Wasserbomben. Die sind hier panasiatisch, 1700 Alpha-Damage. Wir haben nur zwei Aufladungen. In jeder Aufladung gibt es 6 Wasserbomben, die ins Wasser rollen, alle 40 Sekunden. Der Alpha-Damage der Wasserbomben gegen U-Boote sind die schwächsten Wasserbomben im Spiel. Das hat die Lüschun dann gemeinsam mit der Yuyang, weil das einfach ein panasiatischer Charakter ist, dass die Wasserbomben da immer relativ schwach sind im Vergleich zu anderen Nationen. Dazu gibt es die zwei Fünffachwerfer, die wieder mittschiffs angebracht sind bei dem Dampfer. Die Werte sind auch 100%ig identisch. Das heißt, knapp 18.000 Schaden, 10 Kilometer Reichweite. Wir haben eine späte Erkennbarkeit der Torpedos aufgrund der relativ hohen Geschwindigkeit mit 65 Knoten. Mittelfeldgeschwindigkeit aber nur 1,3 Kilometer Erkennbarkeit. Das heißt, es sind 7,4 Sekunden Reaktionszeit beim Gegner, wenn die Torpedos nicht vorher schon durch irgendwas anderes entdeckt wurden. Flugabwehr, die ist leicht verändert worden in ihrer Zusammensetzung, in dem Sinne aber immer noch nicht schlecht. 6 Kilometer, 4 Kilometer, 2,5 Kilometer, also lang, kurz, mittel und lange Kurzstrecke. Und dann hast du halt 46, 140, 56 kontinuierlichen Schaden. Bei Granatenexplosionen 3,5 bis 6 Kilometer, es ist kein Flugabwehrzerstörer, aber man kann sich auf jeden Fall vernünftig gegen irgendwelche Aufklärungsflugzeuge oder so eine Sache da auch mal wehren und muss da nicht Ewigkeit rumdackern. Dann die Geschwindigkeit mit 36 Knoten, Wendekreisradius mit 700 Meter, Ruderstellzeit mit 4,6 Sekunden ist soweit auch erstmal das, was wir von der Neustra Chemie schon kennen. Bei der Oberflächenerkennbarkeit, da gibt es dann den ersten Unterschied. Neustra Chemie geht nämlich 6,9 Kilometer standardmäßig auf, während die Lüschun 7,2 Kilometer aufgeht. Das heißt, wir können hier schon mal nicht so weit nach unten skillen, wie wir das bei der Neustra Chemie noch konnten. Wir erreichen dann jetzt hier ungefähr 5,8 Kilometer zur See, was immer noch ein guter Wert ist, aber nicht so gut wie die Neustra Chemie, die ja noch ein bisschen weiter runter ging. Die Lufterkennbarkeit beträgt 3,4 Kilometer. Auch das können wir noch ein bisschen runterskillen. Und hier auch gleich schon der Hinweis, wenn wir dieses Schiff dann irgendwann mal haben sollten, dann ist es auf jeden Fall mal so, dass wir die Flak ausschalten sollten. Ja, weil wir ja 6 Kilometer mit der Flak unterwegs sind und wir selber nur auf 3 Kilometer dann aufgehen, wenn wir auf Tarnung geskillt sind. Geht es noch weiter. Wir haben hier dann ein Schadensbegrenzungsteam dabei. Wir haben einen Nebelwerfer dabei, aber einen anderen Nebelwerfer als das, was bis jetzt bei der UdSSR-Variante dabei war. Wir haben hier nämlich 5 Aufladungen. Alle 100 Sekunden wäre so ein Nebelwerfer parat und die Dauer beträgt hier 70 Sekunden. Das heißt, wir können den Nebel nicht ganz so lange stehen lassen wie bei der UdSSR, aber wir haben eben auch eine ganze Menge Aufladungen mehr. Dann haben wir, Achtung, hydroakustische Suche. Das gab es auch nicht bei der Neustra Chemie. Damit können wir aber halt im Nebel besser überleben. Torpedos, die herannahen, früher erkennen und so eine Sache. Zur Reichweite bei dem hydroakustischen, bei der hydroakustischen Suche haben sie nichts gesagt. Ich gehe von einem Standard-Hydro aus. Und in Slot 4 kommt dann der Torpedo-Nachladebeschleuniger, den wir ja von den Panasiaten inzwischen auch schon regelmäßig so kennen. Damit ist die Tendenz, dass aus diesem Zerstörer ein Torpedo-Zerstörer oder torpedolastiger Zerstörer wird, auf jeden Fall stark gegeben und wird hier nochmal ganz speziell betont. Und das, was natürlich fehlt im Vergleich zu der Neustra Chemie, ist der Superheal. Also hier ist keine Reparaturmannschaft dabei. Das heißt, wir müssen quasi mit dem Nebel, mit dem Hydro und mit dem Torpedo-Nachladebooster dann leben. Mit den Hauptgeschützen kann man sich mal ein bisschen wehren, aber der Schwerpunkt liegt ganz, ganz klar auf den Torpedos aus meiner Sicht, was sich das hier so anguckt. Ja, es ist jetzt eine Stufe hochgerückt von der Stufe 9 auf die Stufe 10. Ob das ausreicht, was wir ihnen jetzt an Plus gegeben hat,
Ihr könnt mir, also gerade durch die hohe Anzahl an Nebel und dann in Verbindung mit der hydroakustischen Suche zusammen, glaube ich schon, dass das Schiff eigentlich wehrhaft genug sein sollte, um auf T10 auch vernünftig überleben zu können. Das Problem, was ich am meisten sehe, dadurch, dass das jetzt ein T10-Schiff wird, ist, dass wir hier nur 10 Kilometer Torpedos haben. Ja, das ist sicherlich eine Schwäche aus meiner Sicht, weil wir ja doch eine ganze Menge an Radarkreuzern haben, die dann eine relativ hohe Reichweite haben. Und wir dürfen nicht vergessen, wir kriegen demnächst noch einen Forschungsbaum, der dann ab T8 auch noch Radar hat bei den Zerstörern, nämlich die europäischen Zerstörer. Und die gehen dann auf 9 Kilometer, wenn ich mich recht entsinne, beim Radar. Das heißt, da sind wir dann auch nicht mehr sonderlich safe, ne? Und Nebel wird ein bisschen mehr entwertet. Also mal gucken, wie sich dieses Schiff entwickelt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die das Schiff einfach so zu nehmen ist, also so wertig ist, wie die Neustrachimi auf T9, dass die Lyshun dann so wichtig ist auf T10, ne? Dass man das sozusagen transferiert. Das sehe ich jetzt im ersten Moment noch nicht. Ich bin aber trotzdem gespannt, was ihr von der ganzen Geschichte haltet. Also allgemein zu allen drei Schiffen. Da würde ich mich generell schon mal freuen und euch auch einladen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem jeweiligen Schiff haltet, was ihr denkt. Auch vielleicht, wie diese Schiffe ins Spiel kommen. Und das ist nochmal so ein Punkt. Ich könnte mir vorstellen, die Lyshun tatsächlich, ja, ich würde mich jetzt festlegen, eher für Richtung Forschungsbüro-Punkte ins Spiel kommt. Und wir hatten uns im Vorfeld schon unterhalten, was wir zu dem deutschen Schiff, zu der Schill denken. Ich war da so ein bisschen hinterhergerissen, vielleicht für Kohle, vielleicht einfach nur so für Dublonen. Aber du hast einen guten Punkt gesagt, Krono. Der war? Ja, also die Sache ist, deutsche Schiffe sind immer sehr, sehr beliebt. Das Schiff kommt jetzt zu einem sehr speziellen Zeitpunkt raus. Wir wissen jetzt gerade, dass Dockyard mit dem neuen japanischen Schiff, der Daisen, steht unmittelbar bevor. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, schon mal das potenziell nächste Dockyard-Schiff in die Entwicklungsphase zu schicken. Jetzt muss man natürlich sagen, das letzte Dockyard war schon ein deutsches Schiff, das war ja die Schröder. Das heißt, es wäre jetzt zumindest viel deutsches, da schon das, ich glaube, vierte oder fünfte deutsche Dockyard-Schiff. Also muss es nicht sein, aber ich sag mal, es käme jetzt zum richtigen Zeitpunkt entwicklungstechnisch. Und wie gesagt, deutsches Schiff, T8 macht sich immer relativ gut für Dockyard. Es würde mich nicht wundern, wenn wir demnächst von einem Still-Dockyard-Event hören. Ja, okay. Also aber könnte ich mir auch vorstellen, so vom Timing her, wann sie anfangen mit dem Test und so weiter, könnte ich mir das vorstellen, dass das dann im Juli, August oder so eine Rolle spielen könnte, wenn diese Dockyard-Event, diese Sommerwerft dann sozusagen reinkommen sollte. T8 gab es schon ein paar Mal, würde mich jetzt auch nicht so wundern, habe ich aber im ersten Moment jetzt auch nicht dran gedacht. Ja, okay. Sonst hast du vielleicht noch ein Fazit zur Lyshun? Noch da eine speziellere Meinung oder bist du auch so ein bisschen hin und her gerissen wie ich? Also was ich natürlich spannend finde, ist, das ist ein Schiff mit einer unglaublich hohen potenziellen Torpedofeuerkraft. Das ist ja so ein Ding, womit Wargaming ja schon jetzt seit einer längeren Zeit so ein bisschen am Rumexperimentieren ist, mit so Sachen wie den panasiatischen leichten Kreuzern, zu einem gewissen Grad jetzt japanischen leichten Kreuzer, dann dass sie den schon bestehenden panasiatischen Zerstörern jetzt den Torpedo-Nachladebooster gegeben haben. Das Schiff hier hat jetzt natürlich noch den Vorteil, es sind keine Tiefwassertorpedos. Mhm. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieses Schiff extrem gefährlich werden kann, wenn es in so Modi geht, wo du jetzt mit nicht so vielen Schiffen unterwegs bist, so Ranked oder Brawled oder sonst irgendwas. Da kann ein Schiff, was irgendwo reinstürmen kann, 10 Torpedos abwirft, Nachladebooster reindrückt, direkt nochmal 10 Torpedos rausschmeißt, kannst du sehr, sehr, sehr viel Schaden machen auf einen Schlag. Also, ja. Da kommt halt die Sache dazu, du hast so viel Nebel, das heißt, du kannst dich auch sehr gut versteckt halten, um dann halt solche Überraschungsangriffe zu starten. Wie gesagt, natürlich, zum Nachteil wird diesem Schiff halt werden, dass es von der Reichweite so limitiert ist in einer Meta, die absolut von Radarschiffen dominiert wird. Wird sich jetzt so ein bisschen zeigen, ob das Schiff so in seinen Spielstil kommt, aber es kann, ich glaube, gerade für den etwas überambitionierten, aggressiven Schlachtschiffspieler könnte dieses Schiff zum Albtraum werden.
Ja, aber du hast nochmal einen wichtigen Punkt genannt. Es geht hier nicht um Tiefwassertorpedos. Das habe ich gerade so ein bisschen runterfallen lassen. Es sieht so aus, als ob das tatsächlich Standard-Torpedos sind. Also wirklich alle Schiffe von diesen Torpedos getroffen werden können. Das ist ja bei den Panasiaten immer nochmal hervorzuheben. Das ist, das habe ich eben gerade nicht getan. Deswegen gut, dass du das nochmal mit auffasst. Ne? Ja, lassen wir uns einfach überraschen, Leute. Und damit sind wir am Ende für das Video hier zu den Premium-Schiffen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, Daumen nach oben lassen, Kanal kostenlos abonnieren, Glocke drücken, ihr wisst, wie es geht. Schaut gerne in die Beschreibung, wenn ihr mit dem Game anfangen wollt oder vielleicht mal ein nettes Mauspad euch selbst designen wollt mit euren eigenen Grafiken, mit euren eigenen Bildern, dann findet ihr da Möglichkeiten in der Beschreibung oder auch in der Kommentarsektion. Ja, ich sage jetzt danke für eure Zeit. Ich sage danke an Chronogramm, dass du dir die Zeit genommen hast, mein Lieber, hier mit mir wieder über die Geschichte zu philosophieren. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video, auf den nächsten Livestream mit euch und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.